Verehrte Damen und Herren, willkommen im Gedächtnis der Stadt Wien, willkommen im Gasometer, einem Bau, der ja auch in einem Planungsgebiet liegt, in einem Zukunftsgebiet oder benachbart ist, einem Zukunftsgebiet. Und es freut mich sehr, dass wir uns heute wieder hier persönlich alle sehen können. Ich möchte auch gleich die Chance nutzen, bei dem Thema Stadtplanung nach 1945 ein bisschen als Archivleiterin auch auf die Archivierung einzugehen, die ja immer sozusagen kurz der Stand vor der Geschichtsforschung ist und bevor man sich mit historischer Forschung auseinandersetzen kann. Und ich muss da die Chance nutzen, dass heute auch einige neue Gäste da bei uns sind. Und möchte kurz den Prozess der Archivierung nur erklären, weil auch ein Archivar, Niki Schobesberger, dann Dokumente, die wir wirklich in großem Umfang haben und die sensationell sind, für die Stadtplanung hier vorstellen wird. Das Archiv sammelt nicht, das Archiv verhandelt und bespricht mit Dienststellen, welche Dokumente ins Archiv kommen und welche nicht. Und das sind teilweise andere, als die Dienststelle möchte, und teilweise ist es gemeinsam, ein gemeinsames Anliegen. Ich kann das Beispiel nur nennen, bei Ausschreibungen, zum Beispiel bei Wettbewerben, interessieren uns teilweise nicht nur die Siegerprojekte, sondern auch der Zweit- oder Drittplatzierte ist dann für die Forschung auch sehr interessant, dass da Unterlagen vorhanden sind. Die Unterlagen kommen ins Archiv, werden hier meistens oder manchmal auch noch geordnet, werden verzeichnet. Und dann startet eine Erschließung, die jetzt Metadaten schon digital zur Verfügung stellt im Archivinformationssystem. Und gleichzeitig, und das ist nicht immer so, aber wir suchen uns drei große Themenbereiche im Jahr aus, wo auch die Erschließung nicht nur im Archivinformationssystem öffentlich zugänglich ist, sondern wo das auch für den Output im Wien-Geschichte-Wiki genutzt wird, wo dann Themenbereiche, in dem Fall Stadtplanung, aufgearbeitet werden und nicht nur sozusagen für die Forschenden zur Verfügung gestellt werden, sondern auch für Interessierte zur Nutzung, zur Weiterverwendung. Open Access ist überall im Archivinformationssystem und im Wien-Geschichte-Wiki. Dokumente können, wenn sie digitalisiert sind, runtergeladen werden, kostenfrei und ich mache immer gern Werbung für unsere Produkte, auch in dem Fall, weil das wirklich viele Zugriffe hat, das Wien-Geschichte-Wiki, und sehr genutzt wird. Und ein zweiter Output ist jetzt in dem Fall bei der Stadtplanung auch die Ausstellung vom Wien-Museum am Karlsplatz, wo das Stadtbild ausgestellt wird auf einer Plakatwand, mit offenem Zugang bis 22. Mai, kann ich auch sehr empfehlen. Da sind auch viele, viele Bilder von uns zu sehen. Und ich möchte gerne, Sie haben sich alle schon gefragt, wer ist der Herr, der da so geduldig am Bildschirm wartet? Das ist der Planungsdirektor Thomas Martreiter, der die Einleitung oder die Einführung übernehmen wird. Und ich darf gleich an ihn übergeben. Und danke, Thomas, fürs Dabeisein und herzlich willkommen auch dir bei uns im Archiv. Ja, sehr geehrte Frau Direktorin, liebe Brigitte, sehr geehrte Damen und Herren. Zum einen möchte ich mich entschuldigen, dass ich nicht gekommen bin, aber ich habe es vorher der Frau Direktorin gesagt, also ich besuche morgen meine mittlerweile doch schon einigermaßen betagten Eltern und versuche da momentan halt ein bisschen auch Abstand zu wahren. Ich möchte mich, wie gesagt, ganz herzlich für die Einladung bedanken, und das ist ein extrem spannendes Thema und ich versuche dann auch den Vorträgen zu lauschen. Stadtplanung 45 bis 89. Ich würde aber ein bisschen auch über die Thematik hinausgehen. Zum einen, die Frau Direktorin hat es gerade gesagt, also ich bin da vielleicht unverdächtiger, wenn ich eine Werbeeinschaltung für das Wien-Geschichte-Wiki mache. Also für mich hat es den Charakter, da kann ich mich verlieren drin, ja. Es ist eine unglaubliche Quelle an Informationen und Information über die Geschichte der Stadt ist im Idealfall auch die Basis, das Fundament, auf dem man sinnvoll über die Zukunft der Stadt nachdenken kann. Ja.
sozusagen in der Einladung ist ja das sehr kompakt bereits dargestellt. Und jetzt könnte man ja über die Entwicklung der Stadt ewig reden, aber das sind natürlich schon sehr, sehr klar abgegrenzte Phasen und Perioden. Also die Nachkriegs- und Wirtschaftswunderjahre mit dem strikt funktionalistischen Konzept, mit der Entmischung Wohnen-Arbeiten, das eben dann zunehmend abgelöst wurde in den 70er Jahren von der sozialen und umweltgerechten Stadt. Die Umweltmusterstadt hat sich in all unsere Gehirne eingeprägt und mittlerweile, wie hier richtig natürlich auch geschrieben wurde, soll das Nebeneinander verschiedener Funktionen gefördert werden, was ein zentrales Ziel ist und damit natürlich auch einhergehend eine völlige Neubewertung des Individualverkehrs in der Stadt, ein massiver Ausbau des öffentlichen Verkehrs und damit natürlich auch eine massive Umweltorientierung. Und insofern spielt natürlich, wie hier richtigerweise geschrieben wurde, ja die Stadtplanung auch in charakteristischer Weise eben auch den gesellschaftlichen Wandel jener Jahrzehnte. Ja. Ich möchte da noch mal wirklich hervorheben, auch beispielsweise die sanfte Stadterneuerung für die späten 70er, 80er Jahre, die in meinen Augen ein zentraler Ausdruck dieses Planungsverständnisses sind oder dieses sich wandelnden Planungsverständnisses und ja auch massiv in die Gegenwart wirken und natürlich auch massiv das Bild der gegenwärtigen Stadt prägen. Ich bin jetzt ganz frech, ja, und gehe eigentlich entgegen auch dem Titel ein bisschen über 1989 hinaus. Ja. Denn ich denke, dass wir auch seither diesen Ansatz der sozialen und umweltgerechten Stadt kontinuierlich und laufend weiterentwickelt haben, bis hin zur smarten Stadt, zur klimagerechten Stadt. Sie wissen es, der Smart City-Ansatz in Wien ist ja etwas ganz anderes als vergleichbare Ansätze weltweit. Bei uns ist es eben genau nicht eine technologische Fantasie, sondern bei uns ist es tatsächlich der Versuch, eine kluge Entwicklung der Stadt, eine umsichtige Entwicklung der Stadt, dieser Entwicklung die Basis zu geben. Ja. Wir dürfen nicht vergessen, dass beginnend ab 89 eine radikale Veränderung der demografischen Entwicklung eingesetzt hat. Ja. Wir sind nach einer Phase der Stagnation, Wien hatte damals 1,5 Millionen Einwohner, in eine Phase des Stadtwachstums, der Verjüngung, der Internationalisierung eingetreten. Ergänzend zum Bekenntnis der Innen- vor der Außenentwicklung wurden natürlich auch urbane Zentren entwickelt. Also ich verweise da nur auf die Seestadt. Was mir aber wichtig ist, an dieser Stelle zu betonen, im Sinne eines Ausblicks, wir stehen nicht nur vor gravierenden Veränderungen, nein, ich glaube, wir befinden uns bereits mitten in diesen Veränderungen. Ja, die Klimakrise ist angekommen. Jetzt wird sich der ein oder andere denken, über was redet, der hat ja den Titel nicht gelesen. Ich kann es noch einmal sagen, die Klimakrise ist angekommen. Das ist nichts, was in der Zukunft kommen wird. Das wird in der Zukunft vermutlich schlimmer werden, aber es ist da. Der Ukraine-Krieg in seinem ganzen Schrecken zeigt uns unsere Verletzlichkeit. Und das Ganze überlagert sich mit einer Biodiversitätskrise, einer Bodenkrise, einer Wasserkrise auf globalem Niveau. Und das Resultat, wenn wir nicht entschieden gegensteuern, ist eine zunehmende soziale Krise. Oder wie es ein deutscher Spitzenpolitiker jüngst formuliert hat, unser aktuelles globales Leben zieht eine Spur der Verwüstung hinter sich. Und statt neu gedacht, beziehungsweise sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrierend, ist dabei die Lösung und nicht das Problem. Ich glaube, das ist ganz entscheidend zu verstehen. Wenn wir in den Dimensionen Flächenverbrauch, Mobilität, Ressourcenverbrauch blicken, dann zeigen uns urbane Lösungswohnformen, Lebensformen eine Möglichkeit auf, wie wir bereits damit umgehen können. Ich will das nicht vertiefen. Möglicherweise wird auch der Herr Dr. Steger in seinem Vortrag im Gegensatz zu meiner kurzen Einleitung hier etwas vertiefend darauf eingehen. Ich denke, dass Wien hier durchaus erfolgreich ist bereits auf diesem Weg. Und ja, es wird weiterhin eine Umorientierung geben. Auch ich nehme für mich in Anspruch, dass ich vielleicht ein Kind der Nachkriegsgeneration bin. Ich bin zumindest von Eltern geprägt worden, die in dieser Zeit aufgewachsen sind. Und die Umorientierung auch in Städten wird bedeuten, wir werden uns vom immer mehr haben wollen wohl verabschieden zu einem stärkeren und einem stärkeren Sein Bedeutung geben müssen. Das klingt ein bisschen theatralisch, mir ist es aber deshalb wichtig,
weil diese Veränderungen nicht ein schlechteres Leben bedeuten, weil es dann nicht um Verzicht geht, sondern weil es darum geht, unser Leben wiederum so einzunordnen und so einzujustieren, dass es für die hier und jetzt Lebenden eine hohe Lebensqualität bietet, dass es insbesondere aber diese Lebensqualität nicht auf Basis der Lebensqualität zukünftiger Generationen ermöglicht. Das würde im Prinzip als eher unzivilisiert oder kulturlos bezeichnen. Und insofern bin ich eigentlich auch schon bei meinem Schlusssatz. Ja, es wird sich einiges ändern, aber dieses zukünftige Leben auch in den Städten kann und wird ein besseres sein. Und insofern freue ich mich wirklich auf die Vorträge und wünsche Ihnen und mir einen angenehmen, interessanten Abend und bedanke mich wirklich noch einmal beim Stadt- und Landesarchiv, das ja mit der Stadtplanung eine langjährige Kooperation wo wir auf eine langjährige Kooperation zurückblicken können, noch einmal wirklich für diese Themensetzung und den Abend. Dankeschön. Ja, danke, Herr Planungsdirektor, für die einführenden Worte. Das sind jetzt sehr viele Aspekte, die für die Stadtplanung, vor allem auch der Zukunft, von Bedeutung sein werden, genannt worden. Sehr viele Aspekte, die aber auch in der Vergangenheit natürlich schon eine Rolle gespielt haben. Ich darf auch in meinem Namen Sie jetzt recht herzlich hier zu diesem Abend begrüßen. Mein Name ist Christoph Sonnlechner. Ich bin hier im Archiv für das Wien-Geschichte-Wiki zuständig. Und im Rahmen dieses Wikis, wie wir schon gehört haben, ist ja auch dieser Themenschwerpunkt entstanden, aus dem heraus zumindest der erste Vortrag unseres heutigen Abends geboren ist. Und ich darf, bevor wir zu den beiden Vorträgen des Abends kommen, auch noch ein paar organisatorische Dinge vorausschicken. Wie Sie wissen, ist unsere heutige Veranstaltung einerseits erfreulicherweise hier im Raum möglich, andererseits gibt es auch, Teilnehmende vor ihren Geräten zu Hause. Das heißt, eine hybride Veranstaltung, was uns wie immer vor eine gewisse Herausforderung stellt, nämlich dann, wenn es zur Diskussion kommt und zu den Fragen. Das heißt, ich möchte die Diskussion nicht von vornherein abwürgen, indem ich sage und indem ich darum bitte, dass diejenigen, die eine Frage stellen möchten, bitte hier rauskommen ans Rednerpult, weil sonst kriegen die das zu Hause nicht mit, wenn sozusagen aus dem Publikum die Frage gestellt wird und die entsprechende Antwort dann auch bitte wieder vor dem Bildschirm und vor dem Mikrofon dann erfolgt. Also das nur vorausgeschickt. Die Diskussionen werden wir so handhaben, dass wir erst einmal den Vortrag, sozusagen den historischen Vortrag, hören werden, anschließend diskutieren werden, dann der zweite Vortrag und anschließend wieder die Diskussion dazu. Damit aber auch zu den beiden Vorträgen. Zum ersten Vortrag, der sich also mit der Geschichte der Wiener Stadtplanung befassen wird. Der wird bestritten von zwei Kollegen aus dem Wiener Stadt- und Landesarchiv. Magister Nikolaus Schobesberger ist der erste der beiden. Nikolaus Schobesberger ist Archivar und Bestandszuständiger für die kartografische Sammlung, für die kartografischen Bestände hier im Haus. Er ist unser Geodatenexperte, studierter Historiker, Archivar und Kartograf. Zweite Vortragende, beziehungsweise die beiden machen es ja gemeinsam, ist Kollege Andreas Weigel. Universitätsdozent Weigel ist ebenfalls bei uns im Wiener Stadt- und Landesarchiv. Er leitet die wissenschaftlichen Projekte und Kooperationen. Bei uns ist ein ausgewiesener Sozial- und Wirtschaftshistoriker, den viele von Ihnen ohne dies kennen. Die beiden sind auch Mitarbeiter im Wien-Geschichte-Wiki und haben diesen Themenschwerpunkt zur historischen Stadtplanung kuratiert. Der Vortragstitel lautet Von der funktionalen zur umweltbewussten Stadt, Wiener Stadtplanung 1945 bis 1989. Und ich darf euch beide bitten, mit eurem Vortrag zu beginnen. Thank you.
sind. Also ich sehe. Ja, auch von meiner Seite schönen guten Abend. Wir haben uns den historischen Vortrag praktisch zweigeteilt. Ich werde sozusagen diesen ersten Teil übernehmen, der etwa bis in die Ende der 50er Jahre reicht. Kollege Schobesberger dann die sozusagen rezentere Entwicklung. Zum Beginn haben wir aus unseren Beständen, ich musste es jetzt nur schaffen zu starten, einen Film gefunden aus dem Bestand der Media Wien, der in, glaube ich, sehr anschaulicherweise den Geist der frühen 50er Jahre spielt. Ja, Sie haben einen Ausschnitt gesehen aus dem Film Die Stadt am Morgen aus dem Jahr 1950 aus dem Bestand Media Wien im Wiener Stadt- und Landesarchiv. Und ich glaube, dass diese kurze Sequenz recht gut den Geist des Wiederaufbaus und der frühen 50er Jahre beziehungsweise überhaupt der Phase, die wir zum Gegenstand unseres Schwerpunkts im Wien-Geschichte-Wiki gemacht haben, spiegelt. Möchte einmal zunächst allerdings noch ein wenig zur Vorgeschichte zurückgehen. Sowas wie planerische Eingriffe in die Stadtgestalt gab es natürlich seit den Anfängen der Stadt. Man denke nur an die Gründung Wiens in der Mitte des 12. Jahrhunderts. Man denke an die von den Stadtherren natürlich wesentlich mitbestimmten militärischen Bauten, den Linienwall, die Basteien. Allerdings im Sinne einer kommunalen Planungspolitik kann da eigentlich noch nicht die Rede sein. Es sind im Wesentlichen das Herrscherhaus, der Landesfürst, später der Staat, der die entscheidenden Akzente gesetzt hat. Die erste Bauordnung Wiens stammte übrigens aus dem Jahr 1829 und auch die Ringstraßenverbauung, die wir heute als Wienerinnen und Wiener sozusagen auch immer wieder, mit der wir auch immer wieder konfrontiert sind in ihrer Pracht, war eine Entwicklung
eine planerische Entwicklung, an der die sozusagen an der Kommune weitestgehend vorbeiging, wenn man vielleicht von kleinen Aspekten wie dem Stadtpark absieht. Immerhin wurde 1865 erstmals ein Stadtbaudirektor nominiert und berufen. Und 1893 wurde ein in der Bauordnung verankerter Bauzonenplan ausgearbeitet, der eine grobe funktionale Differenzierung in Wohn- und Industriegebiete sowie in gemischte Baugebiete festgelegt hat. Einen bekannten international ausgeschriebenen Wettbewerb für einen Generalregulierungsplan gewann bekanntlich Otto Wagner, der darin ein Verkehrs- und Zentrenkonzept vorlegte. Nach wie vor hatte aber die Stadtplanung in der späten Monarchie die besten Realisierungschancen nur dort, wo die öffentliche Hand Grundbesitzer war, beziehungsweise wo sie zur Erstellung von Infrastruktur verpflichtet war. Innerhalb des Magistrats wurde 1900 eine Fachabteilung römisch 13 definitiv bestellt. Und diese hatte vor allem eben mit diesem Generalregulierungsplan und Baulinienplan sowie verwandten Aufgaben zu tun. Im Roten Wien, das ja in vielfacher Hinsicht die Stadtgestalt verändert hat, ging es allerdings wenig um die Planung im Sinn der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Vorrangig war der soziale Wohnbau und der Bau sozialer Infrastruktur wie etwa Bäder. Es gab schon in der Zwischenkriegszeit eine Magistratsabteilung 18, also die Ordnungsnummer hat bereits sozusagen übereingestimmt mit der späteren EMA 18. Sie hatte allerdings im Wesentlichen die Aufgaben der ehemaligen, eines Teils der magistratischen Bauamtsabteilung. Eine interessante Veränderung trat dann in der Zeit der austroklerikalen Diktatur ein, in dem Sinn, in dem zwar der soziale Wohnbau bekanntlich nach unten gefahren wurde, aber in einzelnen Bereichen, etwa bei Verkehrsbauten, primär unter dem Aspekt der Arbeitsbeschaffung, gewisse Akzente gesetzt wurden. Man denke an die Reichsbrücke oder an die Begradigungen rund um die Operngasse. Nach dem Anschluss 1938 setzte dann unter den Städteplanern eine richtige Planungseuphorie im Sinn nationalsozialistischer Vorbilder ein. Das Vorbild war Hamburg, Groß-Hamburg. Wien sollte ein Hamburg des Ostens werden. Gemein war all diesen Konzepten aus der NS-Zeit, dass sie bis auf ganz wenige Ausnahmen nicht verwirklicht wurden und man muss sagen, zum Glück nicht verwirklicht wurden. Es sollte etwa die Leopoldstadt, der zweite Bezirk, weitestgehend in seiner Gestalt verändert und viele Bauten niedergerissen werden. Ja, im Wesentlichen wäre es bei den NS-Planungen um bombastische NS-Architektur gegangen. Wesentlich ist allerdings, dass aus dieser Planergeneration, die in den 30er Jahren und dann auch in der NS-Zeit eine Rolle gespielt hat, einige Persönlichkeiten auch nach 1945 in den Wiederaufbau und in die Phase, die nun zu unserem Schwerpunkt unserer Darstellung liegt, wichtige Akzente gesetzt hat. Diese Wiederaufbauphase begann quasi mit einem Paukenschlag, mit einer sogenannten Enquete für den Wiederaufbau, die eine Eröffnungsbilanz nach dem Zweiten Weltkrieg zog. Und im Rahmen dieser Enquete wurde schließlich ein 14-Punkte-Programm beschlossen, das sehr stark die Akzente der sogenannten Charta von Athen aus dem Jahr 1929 von dieser Charta inspiriert war. Diese Charta war von namhaften Architekten und Stadtplanern entwickelt worden und war bereits geprägt von einer funktionalistischen Trennung in Arbeit, Wohnen, Freizeit. Also Vorstellungen, die gerade in der Zwischenkriegszeit aufgekommen sind und dann die 50er, 60er Jahre geprägt haben.
Unter den Städteplanern im Wiederaufbau nahmen drei Persönlichkeiten eine besondere Rolle ein: Erich Leischner, Franz Schuster und Karl Heinrich Brunner. Leischner war Leiter des Amtes für Architektur in der Stadtbaudirektion und ging von der Prämisse der weitgehenden Rekonstruktion des kulturhistorisch bedeutenden Gebäudebestandes aus, während er im Innern der Gebäude mit Kriegsschäden eine Modernisierung befürwortete. In gewisser Weise fühlt man sich an das Stadtschloss in Berlin und die Lösung der letzten Jahre in Berlin erinnert. Baulücken sollten infolge von Bombenschäden möglichst subtil im Sinn der historisch gewachsenen Ensembles geschlossen werden. Leischners Prinzipien konnten allerdings aufgrund des allgemeinen Mangels an Baumaterial und natürlich insbesondere an Wohnraum, der zu billigen Neubauten zwang, nur bedingt eingehalten werden. Ein zugezogener Experte von der Stadt Wien war Franz Schuster. Er propagierte den sogenannten sozialen Städtebau. Darunter verstand er unter der Prämisse der architektonischen Sachlichkeit die Auflösung der geschlossenen Verbauung, den Bau von Wohnzellen in offener Bauweise, letztlich aber auch, wie es Dieter Steiner formuliert hat, eine ästhetische Überhöhung der Armut. Er fungierte als Beirat für den Wiederaufbau in Wien, war Berater des Wohnbauamtes, Leiter der Forschungsstelle der Stadt Wien für Wohnen und Bauen und als Kommissionsmitglied bei allen wichtigen Wettbewerben der Nachkriegszeit involviert. Schuster war auch als Planer am ersten großen kommunalen Wohnbauprojekt der Ber-Albin Hansson-Siedlung West beteiligt. Danke. Ja, ich werde zu Recht auf die Folien verwiesen. Moment, wie geht's weiter? Aha, warte, ich muss da scheinbar wieder. So. Aha, da geht's. Danke. So. Gehen wir da zur Folie Schuster. Schuster vertrat im Übrigen auch ein Schnellbauprogramm mit sogenannten Duplex-Kleinstwohnungen, die ärgste Wohnungsnot der Nachkriegszeit lindern sollten. Das waren Wohnungen, Kleinwohnungen, die so konzipiert waren, dass sie nach einer gewissen Zeit quasi verdoppelt werden konnten und dann eben zu mittelgroßen Wohnungen geworden sind. Das war schon im Bauplan entsprechend so vorgesehen. Eine weitere prägende Gestalt der Planungen der späten 40er und frühen 50er Jahre war Karl Brunner, ein aus Südamerika zurückberufener Experte, der Ende 1948 den Auftrag bekam, einen Flächenwidmungsplan zu erarbeiten, der den alten Generalstadtplan aus der Monarchie ablösen sollte. Brunner hat ein solches Konzept dann auch mit der Magistratsabteilung 18 erarbeitet. Es sah die Entflechtung und Ausdifferenzierung im Sinne einer funktionalistischen Stadtplanung vor. In Anlehnung an Bemühungen des Stadtbauamtes sollten durch Herabzonung, Vorschreibung innerer Baufluchlinien und Einschränkung verbaubarer Flächen historische Viertel unter Anführungszeichen entdichtet werden. Zudem sollten alte Plätze und Bauten architektonisch hervorgehoben werden. Am Stadtrand waren Großmiethäuser geplant, die durch Hochleistungsstraßen angebunden werden sollten. Der von Brunner entworfene Flächenwidmungsplan wurde allerdings vom Gemeinderat 1952 nicht bestätigt, weil er zu geringe Detailpläne enthielt. Was wurde nun tatsächlich in dieser frühen Phase des Wiederaufbaus und der beginnenden Wirtschaftswunderjahre umgesetzt? Das spiegelt sich zum Teil in einem 8-Punkte-Programm, das der damalige Stadtrat Dahler im Gemeinderat vertreten hat. Muss ich wieder weiter? Ich habe es schon. So, danke. Und zwar waren es sozusagen noch Schritte, die
Modernisierung spiegeln sollten, aber mit einer gewissen Bremse. Die Bremse hatte auch, war auch in Person des damaligen Bürgermeisters Franz Jonas, der größeren Veränderungen und Großinvestitionen mit einer gewissen Skepsis gegenüberstand, sozusagen in der Stadtregierung personifiziert. Was waren nun diese Bauten, herausragenden Bauten jener frühen 50er Jahre? Es waren im Sinne der Förderung des Individualverkehrs Unterführungen, Matzleinsdorfer Platz, die Opernpassagen und die Passagen am Ring. Angedacht waren bereits Umgestaltungen des Eisenstadtplatzes und des Südtiroler Platzes. Ikonischen und modernistischen Touch gaben Hochhäuser wie jenes am Matzleinsdorfer Platz oder der Ringturm. Das waren allerdings sozusagen alles noch so Vorreiter einer funktionalistischen Stadtplanung, die dann mit der Persönlichkeit von Roland Rainer in eine neue Phase der planerischen Entwicklung Wiens getreten sind, auf die Kollege Schobesberger jetzt gleich Bezug nehmen wird. Ich möchte zum Schluss noch, dass wir eine Folie jetzt nicht völlig ausklammern, allerdings noch auf die demografische Situation jener Jahrzehnte hinweisen. Und Sie sehen, dass Wien der Nachkriegszeit war über einige Jahrzehnte eigentlich durch eine stabile bis rückläufige demografische Entwicklung geprägt. Das hat natürlich auch die Akzente verschoben. Im Roten Wien waren es ja noch die Jahrgänge, die Geburtsjahrgänge der Jahrhundertwende und davor, die sozusagen besonders diese Betonung des Nachholens im Wohnbau hervorgestrichen haben. Das war auch ein großes Thema in den 50er und 60er Jahren, aber eben nicht nur. Und auf diese neueren Entwicklungen wird nun Kollege Schobesberger gleich Bezug nehmen. Und die erste Folie habe ich bereits eingeblendet. Dankeschön. Danke. So. Mit der Bestellung von Roland Rainer zum externen Stadtplaner von Wien 1958 kam, das kann eigentlich als Wendepunkt angesehen werden. Bis in die Mitte der 50er Jahre war Wien hauptsächlich mit dem Wiederaufbau beschäftigt. Es gab einige Projekte, die dann tatsächlich im Sinne einer funktionalen Stadtplanung bereits umgesetzt wurde, wie der Kollege Weigel bereits gesagt hat, also eben die Entflechtung bei der Unterführung, bei den Unterführungen an der Ringstraße, beim Matzleinsdorfer Platz, beim Südtiroler Platz, wo eben auch schon der Gedanke da war, Verkehrsteilnehmer, unterschiedliche Verkehrssysteme zu trennen, den Autoverkehr von den Fußgängern zu trennen, die Fußgänger unter der Erde fließen zu lassen und oben den Straßenverkehr, die Autos fließen zu lassen. Aber mit Roland Rainer kam eigentlich dann tatsächlich der Punkt, wo die Stadtplanung sich völlig dem funktionalistischen Konzept verschrieb. Sie sehen hier auf der Folie das Gliederungsschema für Wien, das eigentlich ganz klassisch im Zeitgeist die Stadt unterteilt in diverse Regionen, in Siedlungsgebiete, in primäre Industriegebiete und dann in so urbane Zentren. Für urbane Zentren wurde angenommen, dass dort eine gewisse Verflechtung von Funktionen nach wie vor passiert, also hauptsächlich Dienstleistung und Wohnen und auch Administration. Aber an und für sich war der Grundgedanke eben diese völlige Entflechtung von Wohnbereichen in der Stadt mit vor allem Industriebereichen und auch Erholungsgebieten. Um eine Verbindung zwischen diesen verschiedenen Funktionsräumen zu schaffen, war natürlich die Mobilität eines der Kernpunkte. Und ganz im Zeitgeist der 50er und 60er Jahre setzte man auf das Automobil. Also hier sehr schön die Grünbergstraße, die jetzt genau noch so existiert und eigentlich in dem kontrastierten Schwarz-Weiß eigentlich besonders schön zur Geltung kommt und eigentlich sehr schön zeigt, wie dort diese Autobahnzubringerabfahrt vom Altmannsdorfer Ast quer durch den Schönbrunner Schlosspark durchgefräst wurde. Also zur Verteidigung, die Straße gab es bereits früher, aber nicht in diesem Ausmaß. Die Idee war eben,
ganz im Sinne der funktionalistischen Planung, dass jedes Verkehrsmittel möglichst effizient funktionieren muss. Ein Auto funktioniert dann besonders effizient, wenn es frei fahren kann, wenn es nicht behindert wird von anderen Verkehrsteilnehmern wie Straßenbahnen, wie Fußgängern oder wie Ampeln. Das heißt, ein Auto ist dann am effizientesten, wenn es auf Autobahnen fahren kann. Hier sehen Sie das geplante Bundesstraßennetz für Wien gemäß dem Bundesstraßengesetz von 1971, das in dieser Form nicht verwirklicht wurde. Ich möchte Sie besonders darauf hinweisen, auf die projektierte Autobahn A20, die Wiener Gürtelautobahn, die eben auch im Gedankenkonzept von Roland Rainer schon mitgeplant war und in Hochlage, also auf Stelzen, über den Gürtelbügen fahren sollte. Sie sehen auch da schon die Planung, die A20 sollte eigentlich bei der Brigittenauerbrücke beginnen, sollte dann quer durch den 20. Bezirk schneiden und dann den gesamten Gürtel. Und in dieser Form, in dieser Planung, wäre eigentlich eine Art Autobahnring um die inneren Bezirke tatsächlich verwirklicht worden. Was Sie in dieser Planung nicht mehr sehen, weil es damals tatsächlich schon nicht mehr aktuell war, ist die geplante Wiental-Autobahn. Roland Rainer hat in seinem Planungskonzept Wien von 1962 eine Autobahneinfahrt bis zum Karlsplatz propagiert und ist ihm vorgeschwebt. Er schreibt das sehr en passant in seinem Werk, dass das halt zur Folge hätte, dass etwa der Naschmarkt abgesiedelt werden müsste. Man müsste halt woanders eine Markthalle dafür errichten. Also die Autobahn war wirklich vorgesehen an der Sezession vorbei bis in den Bereich Karlskirche. Die Autobahn, die Westeinfahrt sollte also von Auhof bis zum Karlsplatz gehen. Ein großer Kleeblattknoten war am Gaudensdorfer Gürtel geplant, wo die A1 dann quasi die mit der A20 sich kreuzen sollte. Und also in dem Bereich, wo jetzt diese große freie Fläche, also eigentlich Städten, ist im Bereich Margaretengürtel, Gumpendorfer Straße bei den U-Bahn-Stationen. Sie sehen hier das Modell einer Westeinfahrt, einer Wiental-Autobahn und daneben dann die tatsächliche Umsetzung, die Kennedy-Brücke in den 60er Jahren. Ursprünglich gab es eben den Plan, den Wienfluss völlig zu überdecken und dort die Autobahn über dem Fluss zu führen. Ein anderer Plan wäre gewesen, eine Stelzenautobahn, die über dem Wienfluss sein sollte. Und ein drittes, und das war dann auch das günstigste Modell, war eben die Umsetzung, so wie es jetzt ist, also eine autobahnähnliche Straße links und rechts des Wienflusses. Teilweise ist es dann doch sehr erstaunlich, wie dann die Umsetzungen doch sehr eindeutig sind. Also nur zur Orientierung, die beiden Bilder sind seitenverkehrt. Also das eine, das ist der Blick, also auf dem Luftbild ist der Blick von der Stadt raus und beim anderen ist der Blick von Auhof in die Stadt hinein. Aber es ist dann doch eigentlich ziemlich genauso umgesetzt worden, zumindest dieses Oval. Tatsächlich umgesetzt wurde dann die wahrscheinlich wichtigste Autobahn, Stadtautobahn, die Südosttangente, die Ende der 60er Jahre dann, womit dem Bau begonnen wurde und die auch dann in Hochlage quer durch den Prater durchgeschlagen wurde. Auch die Südosttangente war eines von Roland Rainers wichtigsten Projekten zur autogerechten Stadt. Ich glaube, immer noch der längste, die staufälligste Autobahn Österreichs. Parallel zum autogerechten Verkehr gab es Überlegungen, wie ein öffentlicher Verkehr möglichst effizient funktionieren könnte. Im Gedankenmodell der 50er und frühen 60er Jahre waren U-Bahnen eigentlich ein Verkehrsmittel, das der Vergangenheit angehörte. Die meisten U-Bahnen in den anderen wichtigen europäischen Großstädten wie in London, Paris, aber auch in Budapest, wurden um 1900 herum gebaut. Und die Wiener Sozialdemokratie vertrat die Meinung, dass der Bau der U-Bahn, der wurde von den
christlich-sozialen eben um die Jahrhundertwende verschlafen. Die U-Bahn ist kein Modell der Zukunft, sondern der Vergangenheit. Man braucht moderne, fortschrittliche Fortbewegungsmittel, die auch nicht dazu führen, dass sie im Bau den gesamten Autoverkehr zum Erliegen bringen. Und aus diesem Grund gab es für einige Jahre die Idee einer Einschienenbahn, die in Hochlage eigentlich überall dort fahren sollte, wo jetzt auch U-Bahnen hinfahren. In dem Fall eine sehr schöne Fotomontage, wie eine Einschienenbahn auf der damaligen Maria-Hilfer-Straße aussehen könnte. In den Akten zu den Planungen der Einschienenbahn geht immer sehr gut hervor, was der Wunsch der Politik ist, nämlich Bilder wie das hier, und was dann die tatsächliche Umsetzung ist. Die Techniker von der technischen Seite der Wiener Verkehrsbetriebe äußern doch sehr subtil immer wieder Kritik, ob das überhaupt so umsetzbar wäre. Die Kurvenradien von Einschienenbahnen sind viel größer als die von Straßenbahnen. Die Geschwindigkeiten wären zu hoch. Aber man hat sich dann erst in 1962 dann endgültig von dem Konzept Einschienenbahn verabschiedet. Stattdessen wurde in Wien die Straßenbahn großflächig unter die Erde gebracht, oder es wurde versucht, die Straßenbahn großflächig unter die Erde zu bringen, auch genau nach der Idee, dass die Straßenbahn natürlich ein Hindernis für den Autoverkehr ist. Und reziprok natürlich auch, also die Autos, wenn ein Stau ist, die Straßenbahn behindern würden. Und es gab für ein paar Jahre eben diese Ustrap oder Ustraba Untergrundstraßenbahn, die ja auch in Teilen nach wie vor so erhalten ist. Zum Beispiel auch die ganze Linie U2, die frühere U2-Linie, die jetzt dann U5 und U2 ist, ist ja zu einem großen Teil auch als Untergrundstraßenbahn ursprünglich konzipiert worden und ist nachträglich dann als U-Bahn-Linie geführt worden. Zur U-Bahn, der Schritt zur U-Bahn erfolgte dann in den 70er Jahren, auch nach einem Umdenken in der Stadtplanung, zu dem ich dann später noch kommen werde. Generell zur Umgestaltung des Stadtbildes in den 60er Jahren. Die Erhaltung des Stadtbildes hatte nicht die größte Priorität in den Planungen. Es ging tatsächlich hauptsächlich um die Effizienzsteigerung im Verkehr. Das ist eine Kirche, die die meisten von Ihnen wahrscheinlich nicht kennen, nämlich die sogenannte Rauchfangkehrer-Kirche. Die sogenannte Rauchfangkehrer-Kirche auf der Wiedner Hauptstraße, die eigentlich eine sehr einzigartige Lage hatte, weil sie tatsächlich eine Kirche mitten auf der Straße war. Es wäre dort eigentlich jetzt im Nachhinein gesehen ein sehr schöner urbaner Platz möglich gewesen, dass man ihn gestalten könnte. So sieht es dort jetzt aus. Wir haben dort 4 Autospuren und 2 Schrägparkzonen. Die ursprüngliche Begründung, warum diese Kirche 1965 geschliffen wurde, war, dass die Straßenbahn dort eine Kurve machen muss. Sie sehen es hier auf dem Bild aus den 50er Jahren. Dass die Straßenbahn nicht effizient genug fahren kann. Es wurde aber dann später, ein paar Jahre später, darunter die Untergrundstraßenbahn gebaut. Also die Kirche steht tatsächlich nicht dort, wo die Untergrundstraßenbahn hinunterfährt. Das ist einige hundert Meter früher. Weiters veränderte sich das Stadtbild dann sukzessive durch den Bau von einzelnen Hochhäusern. Kollege Weigel hat es bereits angesprochen, der Ringturm, der 1955 eröffnet wurde. Es war eines der ikonischsten Bauwerke der damaligen Zeit, das auch gleichzeitig so ein bisschen den Abschluss des Wiederaufbaus zeigte und gleichzeitig auch die Orientierung Österreichs am westlichen Wirtschaftsmodell, am kapitalistischen Westen. Und der Ringturm stand im amerikanischen Sektor und zeigte rüber auf den sowjetischen Sektor und sollte sozusagen symbolisieren, dass man hier quasi auf der Seite Amerikas auch sich eher sieht. Generell war der Bau von Hochhäusern bis 1990 herum hauptsächlich im Zusammenhang mit dem kommunalen Wohnbau.
das Hochhaus am Matzensdorfer Platz wurde schon erwähnt, eines der späten Prestigeprojekte oder auch dann wirklich sehr gelungenen Projekte war ja die Wohnhausanlage Alt-Erla, die ja bis heute eine der lebenswertesten Großsiedlungen. Man hört mich nicht. Ja, ich kann es jetzt auch nicht ändern. Gut, eine der lebenswertesten Großsiedlungen am Stadtrand darstellt. Generell war die Zeit der funktionalistischen Stadtplanung auch sehr stark mit Großprojekten assoziiert, oder es gab sehr den Drang, Großprojekte zu verwirklichen. Und diese Großprojekte kumulierten auch immer wieder im Bereich der Donauplatte. Also Sie sehen jetzt auf dem rechten Bild die Baustelle der Internationalen Gartenschau. Und Sie sehen auch noch, dass die Donauinsel eben noch nicht existiert. Das ist das Überschwemmungsgebiet. Davor ist die alte Reichsbrücke eben auf Stelzen über dem Überschwemmungsgebiet und die Baustelle vom Donauturm. Genau dort war eben die Internationale Gartenschau 1964. 10 Jahre später wurde im Kurpark Oberla die Internationale Gartenschau 1974 abgehalten, wo dann tatsächlich eine Einschienenbahn verwirklicht wurde, zumindest für ein paar Jahre. Also auch hier die Einschienenbahn, auch ein Symbol der Moderne, des Fortschritts, der Utopie. Zurück zur Donau. Genau hier in diesem Bereich Donauplatte wurde nach einem internationalen Wettbewerb, der dann auch unter dem Vorsitz von Roland Reiner abgehalten wurde, das Vienna International Center gebaut. Nachdem 1968 der Zuschlag kam, dass eben in Wien ein dritter Standort der UNO sein sollte. Und dieser ganze Plan mit dem Vienna International Center gab dann auch den Ausschlag, dass man eine lange Forderung in der Stadtplanung, dass man Wien an die Donau bringt, weiter verwirklicht. Wien war ja immer in einer Randlage zur Donau. Die Donau fließt nicht wie in Budapest quer durch die Stadt, sondern Wien liegt an der Donau, aber nicht, also liegt bei der Donau, aber nicht an der Donau. Und die Überlegungen waren, das zu ändern. Unter anderem dann mit dem Bau der Donauinsel, des Entlastungsgerinnes, das anfangs nur wirklich eine rein technische Baumaßnahme sein sollte, um Wien vor Hochwasser zu schützen. Es gab Anfang der 70er Jahre den Wettbewerb zur Gestaltung des Donauraums, wo dann unter anderem auch wirklich großflächige Pläne entstanden, die Donauinsel mit Hochhaussiedlungen zu bebauen. Sie sehen auf dem Plan auch wirklich Achsen, die beim Praterstern beginnen und dann eben Richtung Vienna International Center, UNO City, rüberreichen mit Hochhausbebauung mitten auf der Donauinsel in mehreren Zonen. Und dann wieder grafisch ausgestaltet, wie hätte es dort ausgesehen, terrassenartige hohe Gebäude und auch wiederum mit einer Einschienenbahn, diesmal hängend und nicht stehend. Tatsächlich entwickelte sich dieser Wettbewerb dann aber in eine ganz andere Richtung, als möglich gewesen wäre. Die Vorgabe ging dann immer mehr dahin, dass die Insel doch naturnah gestaltet werden sollte. Es kam dann auch dazu, dass die Bevölkerung die Donauinsel bereits als Naturerholungsgebiet aufnahm, noch bevor sie abgeschlossen wurde und bevor die Planungen fertig waren. Und es kam zu der Situation, dass die Planungen dann der Realität hinterhergingen, dass die Donauinsel dann rückwirkend entgradigt wurde, dass sie eben die heutige Form annahm mit Buchten, Kügelchen, Totgewässern, die auf der Insel sind. Und genau in dieser Zeit, in den 70er Jahren, kam dann dieses Umdenken. Auch wurden dann zunehmend, auch im Bereich dieser Donauraumplanungen, die Straßen rückgebaut und Wohnstraßen entworfen. Einer der führenden Köpfe, der hinter dieser Entwicklung steht, ist Viktor Gruen, geboren als Viktor Grünberg, der 1938 vor dem
NS-Regime in die USA ausgewandert ist und dort das Konzept des modernen Einkaufszentrums entwarf. Das ist die Shopping Mall in Detroit, die das erste große Shopping Center war. Gruen hatte eigentlich nicht das Bild gehabt, dass also mit dem Shopping Center die städtischen Infrastrukturen zu zerstören, sondern er wollte eigentlich in den USA für Gebiete, wo es keine städtischen Zentren gibt, städtische Zentren entwerfen. Die Ideen waren nicht, dass das Shopping Center eine reine Konsumfläche ist, sondern dass Shopping Center quasi die europäischen Stadtkerne abbilden sollen und dort Kultur bringen sollen. Es sollten in den Shopping Centern Kindergärten, Schulen angesiedelt sein und so weiter. Also dass es wirklich eine Art künstliches Stadtzentrum abbilden sollte. Er sah dann aber, was dann tatsächlich entstand, dass das Shopping Center noch mehr auf die Automobilisierung abzielte, dass die paar vorhandenen Stadtkerne und Ortszentren auch verwaisten und verabschiedete sich dann eigentlich später von seinem Konzept. Er war auch immer der Meinung, dass Shopping Center in Europa nichts verloren haben, weil es in Europa städtische Zentren gibt. Auf Einladung vom Finanzstadtrat Felix Slavik wurde er dann nach Wien eingeladen und hier entwickelte er das Konzept Kerngebiet Wien, wo er dann massiv gegen das Automobil, gegen den Individualverkehr eintrat und sich ganz dafür aussprach, Wien anders zu erschließen, das Verkehrskonzept anders zu erschließen. Das ist eine sehr schöne schematische Darstellung, also quasi unter der Dunstkuppel stehen die Autos im Stau und die Alternative ist, das Stadtzentrum in das U-Bahnen hineinfahren, eben auch genau diese Zeit und wo die Leute dann zu Fuß unterwegs sind. Ein paar Autos sind quasi noch erlaubt, aber das veränderte sich. Das Auto wurde zusehend auch als Fluch seines Erfolgs wahrgenommen, der mobile Individualverkehr, führte in der Realität zu Staus, zu Verkehrstoten. Es gab nur als Vergleichszahl, es gab 1983 in Wien 160 Verkehrstote. In den letzten Jahren ist die Zahl immer so bei 12 bis 15. Also es ist unglaublich, was man damals auch in Kauf genommen hat für das Auto. Und eine seiner wichtigsten Planungen waren auch die Fußgängerzonen. Viktor Gruen war quasi der Erfinder der Fußgängerzonen in Wien. Hier ein Bild vom dann auch genauso umgesetzten, von der genauso umgesetzten Kärntnerstraße, die dann eben im Zug des U-Bahn-Baus als Fußgängerzone so belassen wurde oder so gewidmet wurde. Und genau in diesem Zeitraum, 70er Jahre, Anfang 80er Jahre, kam es dann auch durch gesellschaftliche Veränderungen, durch die entstehende Ökologiebewegung, durch Bewegungen wie Zwentendorf, Hainburg, dann auch zu anderen Verkehrsformen. Also gerade unter Bürgermeister Helmut Zilk wurde beispielsweise das Radverkehrsnetz massiv aufgebaut. Also es war immer noch im Vergleich zu heute deutlich geringer, aber man muss sagen, 1980 war das Verkehrsnetz, gab es an die 15 Kilometer Radverkehrsinfrastruktur, 1989 waren es immerhin über 400. Also es war dann doch eine durchaus große Entwicklung, die damals einsetzte. Und mit dem Bild von Helmut Zilk am Fahrrad möchte ich jetzt schließen und bedanke mich.